Das große Special Malibu bei Karthago. Diesmal die Kastenwagen-Fraktion mit ordentlicher Stehhöhe und eine Ausstattung, die wirklich etwas außergewöhnlich ist. Wir haben nämlich die Charming-Version. Das bedeutet eine etwas bessere Ausstattung, kostet einen kleinen Aufpreis. Du kriegst aber richtig viel geboten, wie zum Beispiel Leuchtmetallfelgen. Korrekt, genau. Also ist A ein Charming und dann hat er noch das sogenannte Style-Paket mit drin, was dann halt die lackierten Stoßfänger drin hat und die Alufelgen etc. Macht das Auto optisch schon, ich sag mal, sehr ansprechend. Ne? Ja, es geht immer wieder natürlich um das Thema, wenn ich das Auto mal verkaufe, denn durchschnittliche Haltedauer bei euch sind 3 bis 5 Jahre von so einem Fahrzeug. Dann erkennt der Eigner eher fünf. Ja, eher fünf. Der Eigner oft, okay, will was Kleineres, was Größeres, was anderes und so weiter. Ja. Thema Zuverlässigkeit, wir sind hier auf dem Nutzfahrzeugniveau, da sind 5 Jahre natürlich kein Thema, zumal diese Autos ja nicht mit 100.000 Kilometer beaufschlagt werden. Könnten sie, aber ich sag mal, werden sie ja nicht. Nein, ich sag mal, der Camper im normalen Campingleben kommt das Auto ja niemals an seine Leistungsgrenzen ran. Der ist ja eigentlich für ganz andere Geschichten gebaut worden, mal ursprünglich. Und deswegen sind die auch extremst haltbar, die Fahrzeuge. Ja, wir werden euch heute mal ein bisschen was erklären über das Thema, wie kann ich 70.000 Euro gut anlegen. Ja, natürlich in einen grau-mausgrauen Malibu, der aber die Farbe hat, wie heißt er? Expedition Grey. Mein Gott, man kann also jeder Farbe noch einen praktisch Indiana Jones Namen geben, damit sie dann gut wird. Aber das ist eine Originalfarbe, die im Modelljahr 2022, darüber reden wir ja, direkt ab Werk von Fiat verfügbar ist. Ja. Ihr habt einige Expedition Grey und es steht ihm in Verbindung mit der Folierung gut. Ja, finde ich auch. Finde gerade jetzt hier mit dieser matt-schwarzen Folierung, gerade beim Charming, finde ich, sieht das Auto richtig gelungen aus. Das Alurad finde ich auch toll da drauf. Das gibt dem Auto nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Kontrast und auch eine sportliche Note. Ja, wer es also ein bisschen dezenter haben möchte, das ist ein Stahlrad mit Kunststoffabdeckung. Genau, ist das serienmäßige 16 Zoll Stahlrad, Entschuldigung. Und das ist dann halt die gleiche Geschichte halt in Aluminium. Mhm. Auch da bitte Traglast achten, das ist oft so, wenn die Leute es kaufen. Wir können gleich mal gucken, ob der jetzt aufgelastet ist, aber serienmäßig kann man die mit 3,5 Tonnen kriegen und mit, was geht da? Und 4 Tonnen. Und 4 Tonnen. Geht noch mehr wie 4 Tonnen? Geht, aber dann muss ich das Fahrzeug bautechnisch verändern, eben halt, wie du schon gerade gesagt hast, andere Reifen mit anderen Traglasten drauf und Luftfederung beispielsweise. Luftfederung kann man nachrüsten, das heißt, ich kann ihn, wenn ich den C1 habe zum Beispiel oder jetzt einen C-Führerschein, kann ich ihn richtig stark auflasten? Was ist das Maximum? Ja, also das geht bis 4,5 Tonnen, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss, weil wenn wir so ein Auto jetzt als Heavy-Chassis beispielsweise haben und ich habe 4 Tonnen, egal wie ich den ausstatte, ich kriege den nie über 3,3, 3,4 Tonnen, also dann habe ich ihn schon echt fett ausgestattet. Da bleibt ja immer Nutzlast ohne Ende über. Also ich finde, das ist ausreichend. Fahrzeug steht auf Gas, ist ordentlich isoliert. Ja. Ich habe eben den Auslieferername nochmal von ihm. Alexander Kuhn. Den Alex habe ich gefragt, der hat gemeint, man kommt mit einer 11 Kilo Gasflasche jetzt bei den jetzigen Temperaturen so um die 5 Grad, kommst du ewig weiter. Ja, also jetzt zu der Jahreszeit würde ich sagen, so 2 bis 3 Wochen ganz sicher, ja. Mit einer Gasflasche, ja. Die einen mehr, die anderen weniger. Gekocht wird ja auch auf Gas hier drin. Genau. Das heißt also, man hat eine recht hohe Autarkie. Wie ist das im Ausland? Wenn ich so eine Gasflasche habe, gibt es Adapter oder wie funktioniert das? Ja, zum einen gibt es Adapter, die kann man im Internet bestellen, wo man auch Gasflaschen befüllen lassen kann. Ich weiß zwar, dass es offiziell nicht erlaubt ist, Flaschen im Ausland so zu befüllen, aber es wird trotz alledem, ich komme gerade aus Spanien, es wird eigentlich überall gemacht. Okay, das heißt, du machst einen Adapter drauf, kannst die befüllen wieder? Ja, dann kannst du die wieder befüllen, richtig. Oder man macht halt sogenannte Tankgasflaschen rein. Das geht auch. Dann kann ich das Fahrzeug dann oder vielmehr die Gasflaschen auch gleich dann mit LPG betanken. Das geht auch. Ich habe einen Tankanschluss dann wie beim LPG-Auto. Ganz genau, wie bei einem ganz normalen Gasfahrzeug. Mhm. Ja, hier sieht man schon direkt mal, das ist das Heck. 6,40 Meter bedeutet Längsbetten, heißt längste Einzelbetten. Genau, längs Einzelbetten, Gesamtlänge 6,40 Meter. Und das hier ist jetzt ein 640 GT Charming in der Komfortklasse. Wir haben also oben dieses, ich nenne es mal Skyview-Dach drin. Und ich sehe natürlich ein wirklich extrem ansprechendes Beleuchtungskonzept. Es wird ja jetzt schon so ein bisschen dunkel.
Und da finde ich, kommt die Beleuchtung beim Malibu extrem gut zur Geltung. Ja, ich bin ja auch so dankbar dafür, dass du die große Lampe ausgemacht hast. wir haben einen wunderschönen Tag. Wir sind in Aldenhoven heute, ja, machen ein Special über Kastenwagen, ja, sind heute beim 640er angekommen. Alle sind ein bisschen anders. Charming, ist das die Maximalausstattung? GT? GT sowieso und dann Charming, ja, mehr geht eigentlich nicht. Ne? Man könnte jetzt noch über den Diversity nachdenken. Ist auch eine gehobene Diversity ist die Geschichte mit der freien Blickachse. Ah, okay. Das heißt, wo der Kühlschrank nicht oben ist, sondern unten. Genau, unten. Der hat jetzt hier wieder diesen Absorberkühlschrank drin. Ne? Ja, trotzdem kannst du nach vorne durchgucken. 6,40 Meter Länge sind die längsten Fahrzeuge bei euch. Ja. Aber es hat sich gezeigt, wenn man intelligent mit dem Thema Platz umgeht, langen 6,40 Meter locker, oder? Da muss es kein 7 Meter sein. Nee, also ich sag gerne mal ganz ehrlich, bei manchen Kunden ist der 6,40er schon fast zu lang. Da kommt natürlich der 6 Meter dann gleich wieder zum Tragen. Ich persönlich würde mir jetzt auch einen 6,40er holen, das wäre so mein Favorit, aber 7 Meter, ich weiß nicht, was ich damit im Kastenwagenbereich soll. Ist ja dann nur ein endlos langer Schlauch am Ende des Tages. Ne? Habe ich schon wieder gesagt. Mhm. So, wir haben Fiat Ducato, das optimale Ausbaufahrzeug für Wohnmobile im Kastenwagenbereich, muss man ganz klar sagen. Das ist so, überhaupt. Ja. Ihr habt keine Motorschäden. Das ist wirklich, also es sei denn, jemand macht kein Öl rein oder so. Nee, ansonsten gehen die nicht kaputt. Nee, ja, nee, wir haben wirklich noch gar keine Motorenschäden gehabt. Ne? Also Getriebeschäden gab es früher mal 2-3 Stück. Über all die Hunderten von Fahrzeugen, die wir verkauft haben, also das ist prozentual hingehend gleich null. Und jetzt bei den neuen Fahrzeugen haben wir eigentlich so noch gar keine Probleme gehabt. Jetzt. So, Thema Tropfen, man sieht ein schönes Detail. Also ich habe mehrere Dichtungen hier mit drin, damit das Wasser auch ja nicht hineingeht. Ich habe einen ordentlichen Rostschutz hiermit schon eingebaut ab Werk. Das ist so, ganz genau. Die Fahrzeuge sind also alle schon ab Werk, auch dementsprechend vorbehandelt. Also Fiat-seitig wie auch Carthago-seitig, weil wir gehen ja auch am Unterboden und machen nochmal Zusatzanbauten drunter, wie beispielsweise Abwassertank und so Sachen. Da werden Traversen reingesetzt. Die sind dann auch dementsprechend isoliert, ja. Jetzt sieht man ja das Ganze, ich sag mal, in allen Herrenländer der Welt. Also mit dem Auto kann ich auch sicher sein, ich kriege Service. Ja. Das ist Fiat europaweit zumindest mal, in Amerika sogar, heißen die Ram. Ram heißen die da, genau. Das ist ja das Schöne dabei, wenn ich mit so einem Chassis unterwegs bin. Das ist nun mal das meistverkaufte Nutzfahrzeug im Transporterbereich weltweit. Ich kriege überall einen Service und eine Ersatzteilhilfe. Das ist schon sensationell. Ne? Ich meine, das wird beim Sprinter natürlich nicht anders sein. Das muss man auch mal so sagen. Ne? Absolut, gar keine Frage. Ich habe hier eben bei dem Fiat-Chassis eben die wahnsinnige Breite des Fahrzeugs, da ist der Sprinter schon mal mit 10 cm schmaler und Kastenwagen ist jetzt eh nicht so der Megaliner, deswegen sind 10 cm da schon entscheidend stellenweise. Ne? Er hat eine Kastenform, aber das sieht man am Platz, also ich habe fast gerade Wände, das schafft natürlich unglaubliche Möglichkeiten, es verjüngt sich ein bisschen nach hinten, da gehen wir gleich mal drauf ein. Du kannst es hochklappen hier, dadurch wird es unglaublich flexibel, das Ganze. Es steht sogar von alleine. Ganz das genau. ist das Interessante. Und dadurch habe ich diesen unvorstellbaren Stauraum. Und jetzt kommt es noch besser. Mhm. Die Heizung ist da drunter. Genau. Und verbaut mir nicht den ganzen Platz unter den Sitzen vorne. Genau, da sitzt unter dieser Serviceklappe da vorne, wo das Loch eingefräst ist, kann ich hochnehmen, sitzt die Truma 6 Heizung sitzt da drin. Das ist also eine Vollgasheizung. Die gibt es natürlich auch optional mit einem elektrischen Heizstab drin, sodass ich entweder nur elektrisch heizen kann bzw. unterstützen kann. Oder es gibt auch eine sogenannte Truma 6D, eine Dieselheizung, die dann auch nochmal elektrisch unterstützt ist. Die ist aber im Moment, ich sag mal, vergriffen. Vergriffen, so wie viele Dinge. Hier ist jetzt so ein Deckchen mit dabei, zeig mal bitte. Genau, das ist so. Das werden wir gleich mal sehen. Der hat da quasi so eine Deko-Welt nochmal mit dazu. Ist eine Option, viele Kunden bestellen das tatsächlich mit, weil sie es einfach schön finden. Ist eine Malibu-Decke, das heißt, die hat auch nochmal, das ist jetzt blöd gepackt, da sieht man es nicht, noch ein Brand da drauf von Malibu. Dann sind diese Zierkissen, die sind mit dabei. Liebe Malibu-Leute, ihr müsst mir mal so eine Decke schicken, unbedingt, weil ich brauche unbedingt so eine Malibu-Decke. Wie heißt der Chef von Malibu? Karl-Heinz Schuler. Herr Schuler, bitte schick mir so eine Decke, weil ich finde die so flauschig. Echt? Ich habe die eben mal kurz in der Hand gehabt, eine andere Decke. Das ist eine der schönsten Malibu-Decken, die ich je gesehen habe.
Entweder machst du das jetzt ganz klug, aber wir machen das jetzt wie folgt. Pass auf, du nimmst die schon mal mit. Nee. Doch, der Karl-Heinz, der sieht das Video ganz bestimmt. Ja. Und ich würde sagen, entweder habe ich sie dir jetzt geschenkt oder ich kriege mit Sicherheit von Malibu aus ein etwas erweitertes Marketingbudget. Soll ich dir sagen, warum ich sie so toll finde? Wenn meine ist jetzt meine. Mach's mal auf. Ist es tatsächlich deine? Nee, das haben wir nicht gefaked. Nee, hast du jetzt gerade geschenkt. Ich habe dir jetzt gerade geschenkt. Ich habe die zu Hause. Da darf ich mal was ganz Tolles sagen. Ja. Da hinten ist Sonnenuntergang über Aldenhofen, siehst du das? Ja, super. Und dein schönes Gesicht glänzt jetzt gerade golden. Ach du Scheiße. Aber ich kriege ja auch eine tolle Decke jetzt. Ja, also die Decke habe ich tatsächlich zu Hause bei mir auch. Eine Karthago, eine Malibu-Decke. Ich weiß gar nicht, wir haben es noch nicht entschieden. Ist flauschig. Welche Decke. Die ist wirklich super genial. Die fühlt sich mega toll an. Ist sehr, sehr hochwertig, die Decke. Und wenn es jetzt deine ist, mache ich das auch mal hier auf. Ja. Und vielleicht können wir jetzt mal, Menschenskinder, die ist so blöd gepackt. Wo ist denn jetzt dieser Malibu-Brand? Da ist er doch. Schau mal hier. Der ist eingelassen. Ja, und das Gleiche gibt es auch nochmal von Karthago. Also die Decke ist wirklich genial und ich schenke dir die wirklich... Echt? Mit Herzen. Danke. Und Karl-Heinz, ne, wenn du das Video siehst, ich brauche 100 Euro mehr Marketingbudget. Ich habe hier gerade eine Decke verschenkt. An den lieben Sven, damit er in seinem Reisemobil, welches natürlich noch kein Malibu und kein Karthago ist, wenigstens eine vernünftige Decke hat. So, komm, wir machen mal weiter. Vielen, vielen Dank erstmal. Also ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ich lasse jetzt mal da liegen, aber sehr. Wir nehmen die gleich raus. So, herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum mit 2 Etagen. Das ist optional. Genau, das ist eine Option. Deswegen, das können wir aber mal gerade zeigen. Denn, genau. Ja, der hat das jetzt eben abgeschlossen, der Mieter. Ja, macht ja nichts. Der hier ist ja noch auf. Vielleicht haben wir ja den da einen drin. Das ist ein verkauftes Fahrzeug. Das ist garantiert. Der ist zu, Nexa. Ja. Nee, das alles, was hier steht, alles, was hier in dem Bereich. Nee, da drüben sind noch welche. Ich benutze das ja nur, damit wir den Rundgang mal zeigen können. Nee, diese ganze Kuppel steht überall verkauft drin. Ich kann ja nichts dafür. So, machen wir hier auf. Der müsste auf sein. Ja. Siehst du. Da ist der auch keiner drin. Der müsste auch auf sein. Der hat es auch nicht drin. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Autos gefilmt und überall war es drin. Und jetzt packen wir von einem in den anderen. In der hat sogar Airline-Schienen. Fahrradträger. Da ist er doch. So, das ist der Doppelboden. Und da ist auch wieder deine Decke drin. Genau, das ist der Doppelboden wieder. Der hat auch wieder diese Kuschelwelt. Da ist auch gleich die Kurbel hier für die Markise angebracht. Wobei... Das Geniale ist jetzt sehr schwer hier oben drauf. Ja, weil da liegen Campingmöbel noch drauf. Du kannst es hochheben, gell? Genau, du kannst das normalerweise kannst du das hochheben. Das kannst du aber auch hier unten arretieren. Das ist auch gerade jetzt arretiert. Und normalerweise hat man die ganzen Campingklamotten halt unten drunter, also Tische, Stütchen und so ein Zeugs halt. Und oben hat man dann nochmal Staufächer für Stapelkisten. Also, ihr müsst da nichts basteln. Das gibt es, glaube ich, für etwas über einen Huni gibt es das dazu. Relativ überschaubares Budget. 100, 150 Euro hat man diesen. Und aufpassen beim Zumachen. Das ist, glaube ich, das am meisten geliebte Bauteil bei Krankenhäusern. Ja, ich hasse diesen Fahrradträger, weil man haut sich den auf den Messen oftmals, weil es stehen manche Autos mit und manche ohne da und dann steht man da und denkt nicht dran, haut zu und dann haut man sich den Fahrradträger wirklich ins Genick rein. Ich meine, wenn das eigene Auto ist, dann weiß man, dass es montiert ist. Du machst es am Träger zu. Aber auf der Messe, wenn du dann 10, 20 so, jetzt zeig mal, wie man es richtig zumacht. Ja, so. Ich mach's dann so zu. Sehr schön. Das Thema gelaufen. Komm, können wir gehen mal weiter. Das ist das Prinzip Malibu, bedeutet, ich habe, ich sag mal, ein ganz wohnliches Ambiente. Man kennt das ja auch von sag mal, Anbietern wie Cabe und Co., die also unglaublich so ein bisschen so einen Hüttencharakter symbolisieren. Mhm. Die sind nicht geheizt teilweise hier auf der Ausstellung. Sie fühlen sich wärmer an als irgendwelche grauen Fahrzeuge. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben nun mal einen sehr, sehr hochwertigen Möbelbau, zum einen von der Haptik her, aber auch von der Optik. Wenn man hier in das Auto reinschaut, da kann mir jetzt keiner sagen, der dieses Video sich anschaut, dass das Auto vom Design her jetzt hier nicht gemütlich ausschaut. Das ist einfach, man ist schon fast zu Hause, wenn man in so einem Auto drin ist, weil es einfach so eine warme Anmutung hat, ja. Auch jetzt hier die Möbelklappen, das ist alles vernünftig gearbeitet. Mach mal zu. Vernünftige Metallscharniere. Und jetzt bin ich mal ruhig. Hör dir mal dieses Klangbild an, wie satt die schließen. Und das hast du wirklich an jeder Klappe. Das ist schon großes Kino. Wir sind hier im Kastenwagenbereich. Im Kastenwagen, ja. Und nicht in einem Liner, der 300.000 Euro oder mehr verschlingt, ja. Das ist wirklich vom Möbelbau ist das schon
großes Kino. Vorteil ist auch beim Kastenwagen, ich habe eine hohe Steifheit. Die habe ich beim normalen Reisemobil nicht. Das heißt, das Thema Klapperverhalten, da geht es um Details. Du hörst hier alles drin. Mhm. Die neuen Fahrzeuge, wir haben ja alles Fiat Ducato 8, Modelljahr 2022. Ja. Die sind noch viel leiser geworden. Und da gilt es dann noch, die Leute zu befriedigen. Das ist das Thema Pkw-Charakter. Du guckst auf die Uhr? Ich habe nur auf die Uhr geguckt wegen dem Sonnenuntergang gerade. Okay, hatte keinen anderen Grund. Sehr schön. Dann mach mal zu. Ja. Ist gleich die Decke noch drin? Du wirst dran denken. Ich denke dran. 100%. Ich werde dich dran erinnern. Ich zeige es noch gerade von hinten. Das ist der Standard Fiat Ducato. Genau. 6,40 Meter sehen jetzt gar nicht mehr so lang aus, muss ich sagen. Es sind 40 cm nur länger wie beim 6 Meter. Ganz genau. Der ist nur 40 cm länger. Ich habe jetzt extra noch mal gerade auf den Schlüssel gedrückt. Ne? Man sieht direkt, also der Kastenwagen 600er und 640er haben den gleichen Radstand. Lediglich hier im Heckbereich, also ab hier, ist das Fahrzeug halt eben um diese 40 cm länger. Und er bekommt dann diese sogenannten Positionsleuchten an der Seite. Und daran sieht man auf einen Blick, es ist ein 640er, weil du die Fahrzeuge ja immer verwechselst. Denke ich mal, ist es ganz gut, wenn du demnächst auch weißt, aha, Positionsleuchten gleich 640er. Ich überlege mir, ob ich die Decke noch annehme. Guck mal, hier vorne. Das ist was Tolles. Ihr habt hier einen Absorberkühlschrank drin. Da bist du dran. Okay. Ja, genau. Der hat den Absorberkühlschrank. Ich weiß gar nicht, dass die Klappen in Grau gibt. Ja, und die sind doch, tatsächlich. Die gibt es in Grau. Das sind die sogenannten Winterklappen. Klar, die musst du bei Temperaturen kleiner 5 Grad musst du die drauf machen. Und im Sommer nimmt man das auch wieder dementsprechend weg. So, Edelstahl. Das Ganze hier, das ist gedacht, damit irgendwelche Paketdienste, die tausende Male auf und zu machen, das kommt im normalen Camperleben ja gar nicht vor. Nee. Softclose, könnt ihr das nachrüsten? Ja, das haben wir hier sogar als einer der ersten angeboten. Wird auch angenommen, ist allerdings eine Nummer, da muss man schon gut mit einem Tausender rechnen. Und dann hat man auch Softrüstung, da braucht man die Schiebetüre wirklich nur anzulehnen und ist ein kleiner Motor, der zieht die Türe dann fast geräuschlos an. Dann braucht man die nicht zuzuziehen. Funktioniert auch sehr zuverlässig. Das ist jetzt auch ein Bauteil, das darf nicht zu sehr aufbauen. Das ist von Thule eine Eintrittsstufe. Du sagst aber, das ist die beste im Moment am Markt, weil sie sehr breit ist. Ich finde sie A sehr breit und selbst wenn ich mit 105 Kilo da aufsteige. Genau, bitte mal wippen. Ja, kann ich ruhig machen, ist kein Problem. Die, die ist jetzt nicht wie so ein Federsprungbrett früher im Schwimmbad oder so. Das ist eine wirklich massive Einstiegsstufe. Und ja, du siehst auch hier jetzt, ich sag mal so kleine. Mal ganz kurz, ich muss gerade mal die 66.000 Euro zeigen, die hier draufstehen. Ja. Ist so, das Fahrzeug, alle Fahrzeuge, die wir heute gefilmt haben, sind verfügbar. Ja, der steht hier. Und wenn ich komme. Den kann man auch kaufen, der steht nicht zum Gucken. Aber nicht erst in 6 Monaten ausgeliefert, Nein. Also, wenn einer das Auto haben will, der ist innerhalb von einer Woche 14 Tage damit unterwegs. Vielleicht nochmal das Konzept. Viele haben ja Vorführer, die sie nicht verkaufen, weil sie sonst keine Autos verkaufen können. Ja, so. Viele verkaufen aus dem Katalog heraus, weil sie einfach, ich sag mal, ist schon ein relativ großes Invest, was wir hier stehen haben. Und jetzt stehen wir für unsere Verhältnisse noch leer. Normalerweise steht ja der Bestand mal 3, mal mindestens mal 3. Klar ist es natürlich auch eine relativ große Kapitalbindung, die hier steht, aber der Kunde hat eben dadurch den Vorteil, dass wenn er hierher kommt, sich A, jedes Fahrzeug anschauen kann und B, auch über schnell verfügbare Fahrzeuge verfügen kann. Das ist das Konzept. Du wirst laufend beliefert von Carthago, machst Vororder ohne Ende und alles, was wir heute filmen, ist verfügbar. Ja. Das heißt, die nicht verfügbaren Fahrzeuge haben wir eben kurz gefilmt, die sind dann ausverkauft oder verkauft in dem Fall. Ja. Hier reden wir über 66.069 Euro. 69, ja. Genau. Das Ganze also verfügbar. Die Besonderheit bei Carthago, glaube ich, dass sie zugehört haben. Das war also ganz wichtig, denn helle Holzfarben sind jetzt seit 2 Jahren im Programm in Verbindung mit Grau. Genau. Das ist alles nicht so ganz easy. Das heißt also, wenn man so Reisemobile baut, dann hat man nicht mal eben so 3 Meter Fußboden vorrätig oder irgendwie mal ein bisschen Möbeldekor, sondern du musst ja alles verfügbar haben ohne Ende. Du meinst jetzt als Reisemobilbauer? Bauer, ja, als Hersteller. Ja, also das ist mittlerweile auch aufgrund der Situation der Pandemie bei uns auch so, dass tatsächlich normalerweise machen wir eine Bandplanung auf mindestens 3-4 Monate im Voraus und wissen genau, wann läuft punktgenau welches Auto ins Band rein und können somit auch einem Kunden sagen, wann genau das Auto ankommt. Das ist im Moment auch bei uns nicht so. Die Planung ist stellenweise wirklich auf Wochenebene, weil man einfach nicht weiß, ist das dementsprechende Bauteil
halt da, was ich nächste Woche verbauen möchte. Ja, es wird dunkler, das war auch gut, dass du eben auf die Uhr geschaut hast. Mhm. Denn das Thema Ambientebeleuchtung habt ihr nochmal stark verbessert. Genau. Das ist, das unglaublich. Genau, das geht mit so Kleinigkeiten los, wo man jetzt unbedingt, wenn man im Auto drin ist, als Wohnmobilist, wenn die Türe zu ist, habe ich von dieser Beleuchtung nichts mehr. Aber es ist halt wirklich unheimlich schön und diese LED-Lichter brauchen ja wirklich überhaupt keinen Strom mehr. Unheimlich schön, wenn ich jetzt das Auto öffne, komme nach Hause, mache die Türe auf, habe das Malibu brennt halt hier dementsprechend mit dieser indirekten Beleuchtung. Das hat schon eine sehr edle Anmutung, auch wenn man die indirekte Beleuchtung oben in den Baldachin drin sieht. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Lichtspots in unseren Fahrzeugen verbaut sind, ich kenne jetzt nicht jedes einzelne Wettbewerbsfahrzeug, interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, dass wir eine unglaublich gute räumliche Ausleuchtung haben, auch in einem Lichtton, der wirklich Gemütlichkeit ausströmt. Was mir immer wieder auffällt, dass du in den Ausstellungsfahrzeugen die Beleuchtung eingeschaltet hast. Du hast die Fahrzeuge immer so, dass man sie auch richtig vorführen kann. Das ist wichtig, glaube ich, dass du nicht jedes Mal den Stecker suchen musst, wenn du mal ein Auto anmachen willst. Das ist den Leuten wichtig. Dann, ich sag mal, sind die alle winterfest natürlich hier drin. Ja, das sowieso. Also zwei Dinge, warum wir die Fahrzeuge permanent bestromen. Der erste Grund ist, alle Fahrzeuge sind, du bist ja diese Nacht hier angekommen, du wirst es gesehen haben, als du vorne auf dem Hof gefahren bist. Alle Fahrzeuge sind hier beleuchtet von morgens bis abends und stehen auch 24 Stunden unter Strom. Dadurch, dass die 24 Stunden unter Strom stehen, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass unsere Batterien auch immer voll geladen sind. Weil was nützt mir das, wenn ich ein neues Auto kaufe, wo vielleicht 2 oder 3 Monate bei einem Händler gestanden hat, ohne Strom. Tiefenentladen. Die Batterie, die war schon sowas von tiefenentladen, die ist sowas für die Zukunft von vorgeschädigt, dass die volle Leistung gar nicht mehr bringen kann. Deswegen sind unsere Fahrzeuge, das ist auch ein Bewertungskriterium von Karthago an die Handelsplätze, für die Handelsplätze, die die Fahrzeuge halt dementsprechend am Strom hängen haben, 24 Stunden, gibt es ein anderes Bewertungsmerkmal als Pluspunkte obendrauf, ja. Ja, hier vorne ist das Navigationssystem noch nicht verbaut. Nee. Macht ihr das erst, wenn der Kunde das Auto kauft? Oder? Ja, also es gibt Fahrzeuge, die wir direkt geordert haben mit dem sogenannten Media Center. Dann ist dann auch das komplett digitalisierte Tachometer halt drin. Also dieses, nennt es mal Mäusekino jetzt, mit der Navigation drin. Achso, da ist das Navi drin von Fiat. Wenn man das Multimedia-Paket bei uns nimmt, ist das so. Man kann natürlich auch ein einzelnes Navigationssystem nehmen. Entweder von Pioneer das neue, was verbaut wird, oder halt von Fiat das Original. Navigationssystem. Wir bauen aber auch hier beispielsweise die Garmin Veo. Das neue mit dem abnehmbaren. Das habe ich jetzt seit 2 Jahren bei mir im Auto. Ich bin ja so ein bisschen, ich sag mal, Vorreiter für Garmin in der Erprobung und ich habe das System bei mir im Auto drin. Ich wollte es nicht mehr missen. Es ist wirklich... Garmin kommt aus der Schifffahrt, aus der Luftfahrttechnik. Absolut, genau. Das ist die Schifffahrtstechnik, die da drin steht. Und jetzt sage ich aus absolut tiefster Überzeugung, das ist das beste Navigationssystem, was ich persönlich jemals in einem Reisemobil gehabt habe. Inklusive sogar Stereoanlage, Neuigkeit. Also hier sieht man übrigens ein schönes Detail, das ist dieses Farbspiel zusammen mit dem hellen Holz, dem Chromelementen, die hier mit drin sind, das Weiß. Gut, du siehst es jeden Tag, aber wenn ich jetzt hier reinkomme, es ist unglaublich schwer, die Kundengruppen von Malibu oder von Karthago nicht zu verschrecken mit, ich sag mal, etwas, was nicht gemütlich ist. Die Leute lieben Gemütlichkeit. Und ich glaube, der Grad, es kaputt zu machen, ist sehr, sehr schmal. Gerade dann, wenn du versuchst, alles grau zu machen und so weiter. Jetzt sind hier, die Sitze sind grau. Wenn du siehst, hier Teile, Elemente hier vom Fahrerhaus sind grau. Hier vorne, da haben wir Grau mit drin. Dann hast du wieder Chrom mit drin. Dann hast du diesen Goldeffekt durch das Licht. Mhm. Das ist schon schön gemacht. Und dann das helle Holz, was ja alle haben wollen. Alle fragen ja nach dem hellen Holz. Ja, also es geht ja noch mal heller. Das ist jetzt hier Sherry Classic, was wir hier drin haben. In Sherry Style haben wir den Cremeanteil eben noch mal höher gehalten. Dann ist der Cremeanteil in den Klappen halt bis hier gehalten. Dann kommt hier noch mal so ein Stückchen Holz und unten noch mal Creme. Sieht noch mal deutlich heller und offener aus, wobei ich diese Variante auch schon als sehr, sehr positiv empfinde. Das Auto, was wir eben gesehen haben, ist in der Stihwelt Turin gewesen. Das ist das, ich sag mal, ja, wenn man sagt, alte Holz, das ist jetzt Blödsinn, das gibt's nur immer schon, das Holz. Das ist auch immer noch, ich sag mal, ein Selbstläufer. Es gibt Kunden, die genau dieses Auto so nehmen, weil es dieses Holz drin hat. Aber das ist das Schöne, man kann bei uns, ich sag mal, unter 3 Stihwelten und ich glaube, mehr als 13 Polsterstoffe haben wir mittlerweile, kann man wählen.
Und das macht es eben möglich, dass schon ein Großteil der Kunden schon ein Fahrzeug bekommt, was vom Geschmack her individualisiert werden kann. Mhm. Und das dann tatsächlich im Serienbau. Ja, hier ist das neue feststehende Fenster, es ist gebogen. Ja. Trotzdem, ich kann es natürlich verdunkeln, aber es ist sehr, sehr geräuscharm. Das heißt, gerade da vorne prallt ja alles drauf, Wind und Wetter und keine Ahnung. Es ist sehr leise geworden. Trotzdem, es schafft so viel mehr Raum. Wenn du mal gerade da vorne reingehst, ja, bitte, dann filme ich dich mal gerade. Du hast schon gesehen, ich kann hier hingehen, brauche jetzt nicht den Kopf einziehen oder so, wenn ich mich hier hinsetze, weil eben halt dieser, ich nenne es mal Dachstaukasten hier, dementsprechend fehlt. Der sehr, sehr praktisch ist, aber ich habe natürlich so ein ganz anderes Raumgefühl. Ich würde jetzt ansonsten hier unter so einer Klappe halt sitzen. Ich finde es so viel, viel schöner und offener. Heute Special Kastenwagen, ja. Eines der Segmente, die am meisten expandiert. Wir können ja schon mal die Katze aus dem Sack lassen. Da gibt es demnächst eine Expansion bei Karthago. Es können demnächst mehr Kastenwagen gebaut werden. Jein. Das, wie jein. Ja, wenn Fiat denn liefern kann. Ne? Also ist im Moment. Aber die Dings könnte, Karthago könnte. Ja, Karthago könnte. Also wir bauen gerade extra, ich denke mal, es ist kein großes Geheimnis, die Katze aus dem Sack zu lassen. Wir bauen gerade extra ein Kastenwagenwerk, wo wir nur Kastenwagen drin bauen werden und da können wir deutlich mehr Stückzahlen bauen. Das Problem ist halt ganz einfach die Rohstoffe und unter Rohstoffe nenne ich jetzt einfach auch mal den Kastenwagenlieferanten daher, wo halt dann tatsächlich zum Teil Kontingente eingestrichen werden müssen. So, jetzt kommen die Fahrzeuge regelmäßig nicht mit Lithium-Ionen-Akkus, sondern sie kommen mit Blagel-Akkus. Ja, das kann man nachrüsten, problemlos. Dann habe ich Strom wie zu Hause. Es gibt ganz viele, die fangen ja, ich sag mal plus, ja, minus. Also ich sag mal, er bricht nicht so stark ein wie bei Blagel-Akkus. Konstante, genau, das ist ganz wichtig. Jetzt sehe ich hier, du hast mir das in dem Vorvideo schon erklärt, da wäre normal der Fernseher gewesen, das habt ihr jetzt nicht mitgeordert. Genau. Immer mehr Leute sagen, ich brauche keinen Fernseher mehr, weil ich habe einen Transport. Portables Gerät, mit dem kann ich alles gucken. Ja, genau. Also ich sag mal, heute gibt es ja schon Tablets oder auch Laptop halt dementsprechend, wo ich übers Internet Fernsehen gucken kann. Das ist überhaupt kein Problem. Dann kann man auf den fest eingebauten Fernseher, da kann man drauf verzichten. Ne? So, kommen wir mal zur Küche. Ja. Das ist ein Stauraumwunder, muss man sagen, denn ihr habt ganz bewusst darauf verzichtet, in allen Modellen, ihr habt kein Modell mit Kühlschrank vorne. Das, doch, oder eins habt ihr. Den RB, also den Zweiraum. Two-Rooms, ganz genau. Da sitzt der Kühlschrank nämlich genau hier vorne, wo ich jetzt hinfasse. Aber gucken wir uns. Das hat einen großen Vorteil, muss man sagen. Also es hat einen Nachteil, ich komme draußen nicht mit dem Bier an, aber jeder Camper hat natürlich noch eine Kühlbox, eine extra Kühlbox fürs Bier. Die meisten zumindest. Die meisten, ja, genau. Aber die Größe der Schubladen, die ist so, ja, phänomenal groß, dass du nicht glaubst, du bist im Kastenwagen. Ich fange mal unten an, ganz genau. Also der hat wirklich riesengroße Schubladen. Einmal jetzt hier in dem Bereich. Man sieht auch, die laufen so ein bisschen konig zu. Ja, wenn du gerade mit der Hand mal reinfährst in der Tiefe und da kannst du richtig Töpfe, ja, kannst richtig reingreifen. Also das ist wirklich hier Ellenbogentiefe, also eine ganze Hand halt, ein ganzer Unterarm geht da halt rein. Auch mit Softclose, die ziehen sich also dann selber zu. Dann habe ich hier nochmal eine große Schublade, die auch noch mal unterteilt ist, auch mit Softclose logischerweise, wie alles hier, Besteckkasten direkt eingearbeitet in Holz, also vernünftiges Material, kein Plastik, wie gesagt, zieht sich alles selber zu. Und gleich auf der gegenüberliegenden Seite habe ich noch mal eine riesengroße Schublade, da kann ich Töpfe und Pfannen etc. reinmachen. Irgendwas piept, geht dein Akku leer? Nee, das ist mein Schlüsselfinder, den habe ich zufälligerweise gerade aktiviert. Okay. Das ist auch übrigens eine Besonderheit, bei euch wird die Heizung unterm Sitz verbaut, ich habe es eben schon erwähnt, und dadurch entsteht unterm Bett, ja, und dadurch wird, und nicht unterm Sitz, und dadurch wird dieser Stauraum frei. Ganz genau, warte, ich muss den Tisch ein bisschen vorfahren. Wo andere Kastenwagenbenutzer wirklich neidisch drauf sind, denn die komplette Bank ist Stauraum. Ja, und du hast gesehen, das war wirklich jetzt nur ein Handgriff. Ich habe jetzt in dem Fall sogar noch den Tisch nach vorne schieben müssen, weil der zurückgeschoben war. Und dann kann ich das so hochklappen. Das Polster ist fest befestigt hier, das rutscht jetzt nicht weg. Auch wenn man da sitzt, rutscht das nicht weg. Und dann habe ich hier nochmal so einen Aufsteller, an dem ich das Brett halt dementsprechend hochhalte. Da vorne? Dieser Aufsteller hier. Der ist aber beschriftet. Genau, da ist extra so ein Pfeilchen dran jetzt. Ne? Mhm. Da kann man das halt dementsprechend hochhalten. Aber ich würde das jetzt, das braucht man nicht unbedingt. Wir haben es gebaut. So, und da hinten kann man eben Dinge reinlagern, die man jetzt nicht tagtäglich braucht. Oder Sachen, die man installiert. Also die genau, zweite Aufbaubatterie, wenn es jetzt Lithium wäre, die könnte unter dem Beifahrersitz. Die kommt, nicht könnte, sondern die käme unter dem Beifahrersitz. Da käme die zweite Batterie hin. Und da gibt es eine Spezialbatterie, 200 Amperestunden für unter den Ducato-Sitz, habe ich gesehen. Das
im Zubehör. Das ist mir jetzt auch neu. Also ja, wir bauen hier zurzeit noch eine 100er ein. Das ist das, was wir im Programm haben. Die Batterie, von der du jetzt da erzählst, die kenne ich. Auf der Messe gesehen. Echt, ja? Ja, extra für Ducato. Du kannst ja immer rumlaufen auf der Messe. Ich muss ja am Karthago oder Malibu-Stand stehen. Hast mit deinem Knie das Licht ausgemacht. Karthago und Malibu-Stand stehen und die Kunden beraten. Mhm. Alles gut, mache ich aber gerne. Ja, und deswegen, damit noch mehr Leute wissen, dass Nordrhein-Westfalen nicht nur das optimale Land ist zum Radio hören, nämlich 1 Live, Gruß an Olli Briesch, sondern dass auch der wohl größte Karthago-Händler Deutschlands mit einer wirklich tollen Ausstellung, Hut ab. Ihr habt fast alle Fahrzeuge da, die es gibt am Markt. Das ist gar nicht so easy, weil ja auch alle verfügbar, ich sag mal, sind. Du kannst jedes kaufen. Wenn du jetzt hier stehst und sagst, das will ich gerne haben, dann heißt es nicht, nee, können sie erst haben im Oktober 23, sondern... Nee, sondern im Dezember 21 beispielsweise, ja. Dauert jetzt realistisch, wenn ich jetzt hier bin und sage, hier, Hand aufs Herz, ihr müsst ihr habt einige Briefe da, aber es sind einige im Werk? Einige sind im Werk, man ruft die für gewöhnlich, das hat doch jetzt nichts mit Eigentum oder so zu tun, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern man ruft die Briefe dann ab, wenn man das Fahrzeug halt verkauft hat, weil der Brieftourismus kreuz und quer durch Deutschland ist ja Blödsinn und im Regelwerk werden die eigentlich dann direkt vom Hersteller aus zum Kunden geschickt, nachdem wir Zahlungseingang bestätigen. Okay, der ist so ein kleines bisschen Treuhänder dann, ja, der genau. Das heißt, du könntest ja mit dem Brief abhauen, die Anzahlungen kassieren. Das sind ja doch 100.000 Euro. Haben viele Angst, die sagen, oh, jetzt überweise ich ihm das Geld. Ganz ehrlich haben wir das super, super selten, dass ein Kunde da Angst hat. Ich wundere mich da oftmals drüber, weil so eine Anzahlung sind ja mal schnell 20.000 oder 30.000 Euro, je nach Fahrzeug. Jetzt nicht beim Kastenwagen, aber bei den hochwertigeren Reisemobilen. Aber auch das ist kein Problem. Wir bieten da auch, wenn ein Kunde das möchte, gegen eine ganz geringe Gebühr eine Versicherung. Ja, eine sogenannte... komme ich gerade nicht drauf. Dell-Credere Versicherung. Nee, ich wollte was anderes sagen. Treuhandkonto haben wir dafür, wo eine Bankbürgschaft, warum habe ich das gerade nicht gewusst, Mensch, wo man eine Bankbürgschaft ausgestellt. Okay, das heißt, die Bank steht dafür gerade, wenn du nicht mehr zahlen das würdest. Das Geld ist gar nicht bei mir, das liegt bei der Bank auf einem separaten Treuhandkonto. Als Treuhand. Und darüber wird die Bankbürgschaft dann ausgestellt. Kommt aber super selten vor, dass ein Kunde das möchte. Also üblicherweise Abwicklung läuft so, Kunde überweist das Geld, bevor er ihn abholt, komplett. Ja, also üblicherweise läuft es so, der Kunde macht eine Anzahlung, damit wir keine Spaßbestellungen haben und ungefähr 14 Tage vor Auslieferung bekommt er dann die Fahrzeugrechnung und die soll ausgeglichen sein, bevor das Fahrzeug vom Hof geht. Ob der das macht, wenn er hier steht, per Blitzgiro, das ist mir egal, nur wenn das Auto vom Hof ankommt, ist das Auto bezahlt. Also Auto mitnehmen und Rechnung und ich überweise dann mal irgendwann, das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Stimmt. So, jetzt zeigen wir mal, dann kriege ich aber tatsächlich, du wirst ja nicht diesen Gasbrenner ausbauen, der ist dabei? Nee, der Gasbrenner ist da für gewöhnlich für dabei. Piazzo-Zündung? Der hat natürlich auch eine Piazzo-Zündung halt dementsprechend drin. Kann ich auch zwei vernünftig große Kessel oder Pfannen draufstellen. Der ist also schon, ich sag mal, für einen Kastenwagen gut geformt. Hier habe ich nochmal dieses Schneidebrett, was in der Spülenabdeckung mit eingearbeitet ist. Der auch Halter für die Kaffeemaschine sein könnte? Genau, hier könnte man eine Kaffeemaschine hinstellen. Hier habe ich auch gleich eine Steckdose verbaut, dann hier nochmal mein Staufach hier oben, um meine Teller und Tassen und sowas einzubringen. Auch hier wieder exzellentes Klangbild von den Klappen. Ja, dann hier hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, diese beiden Regälchen. Darüber haben wir gesprochen. Über die Sitze sind übrigens leicht angewinkelt, was wichtig ist. Man sitzt da nicht wie so ein Affe am Schleifstein. Ich so oft bei anderen Fahrzeugen, egal ob Kastenwagen oder Reisemobil, dann sind das einfach nur so Schaumstoffdinger, die sind gerade geschnitten. Also hier, das ist wirklich ergonomisch geformt. Auch vom Sitzkern her ist das nicht in einer Viertelstunde durchgesessen, dass ich da mich nicht mehr wohlfühle. Das Kissen rutscht nicht weg. Ich habe hier wirklich ein Auto, was mit Hand und Fuß gebaut worden ist. Das merkt man an den Zahlen Wiederverkauf. Wenn du mal bei Mobile reinguckst, wie viel gebrauchte, ich sag mal, es gibt Malibus, die gehen meistens unter der Hand weg. Also A, ist es schwer, überhaupt welche zu finden. Und wenn man sie im Internet findet als gebrauchte, stehen die stellenweise wirklich für Preise drin, wo da man... kannst du einen neuen kaufen. Ja, eigentlich schon, muss man wirklich so sagen. Ja. So, dann mach mal bitte auf, das ist was Besonderes, dass das 2022er Bad. Wir haben es schon ein paar Mal jetzt erlebt und gezeigt, wenn du es mal genau so lässt und mal nicht reingehst. Das ist tatsächlich die komplette Duschfläche. Wenn du mal gerade den Dusch zumachst. Ich mach nur Licht an. So. Na genau, mal Licht an. Genau. So, das wäre jetzt der komplette Duschbereich. Mhm. Neu im 22er ist hier vorne noch so ein Abtropfblech, was noch mit dabei ist. Genau. Das kannst du einfach hochklappen, damit die Toilette auch ja nicht
irgendwie nass wird. Genau, ich habe jetzt selbst im 22er noch nicht geduscht. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt runterklappen muss, stört aber auch nicht. Aber die Dusche ist doch phänomenal. Ist du kannst riesig, hier oben kannst dein Duschzeug reinmachen, ja, das hält dann auch ordentlich. Ja. Da unten kannst du noch was abstellen. Also ich kann dir gleich mal ein Fahrzeug zeigen. Also ich sag mal, bist du natürlich nicht auf Fiat Ducato, bist auf einem anderen Fahrzeug drauf und da hast du wesentlich weniger Platz. Das Schlimme ist, du schläfst da drin, wo du hast du mir gleich. Ist ganz hervorragend. Es ist, ist nur so, der Platz ist schon riesig, aber muss fairerweise auch dazu sagen, ich sag mal, das ist halt Geschmackssache. Die Leute können sich ja kaufen, was sie möchten. Letztendlich, wenn die sagen hier, ich bin in Malibu verliebt, was sagen denn die meisten Kunden? Wir haben eben ein Pärchen gefilmt, die haben es abgeholt. Ja. Das erste Mal campen. Ja, das war, ja, also er ja nicht, er war ja vom Wohnwagen gekommen und sie aber erste Mal campen. Und ja, erste Mal Wohnmobil halt jetzt in Malibu, klar. Sie haben gesagt, wir haben einen Kastenwagen, weil man den auch im Alltag verwenden kann. Genau, das haben Sie gesagt, ja. Das ist, glaube ich, das Argument für viele. Und viele wollen vielleicht keinen Joghurtbecher, die dann sagen, ich will einen richtigen Kastenwagen haben. Nennt man das Joghurtbecher? Kann ja, ich das auch nicht. Ich kannte Tupperware, habe ich schon mal gehört. So die, ich sag mal so, die entsprechend weiße Ware, gerade wenn du so unterwegs bist mit Freistehern, die werden da ganz allergisch bei so weißen Kisten, ja, richtig? Und so weiter, ja. Okay. Jetzt nichts dagegen, fahr ja selber so ein Ding, ja, aber ist halt auch so, dass die dann sagen, so, das ist noch ein bisschen Kastenwagen, den kann ich mir vielleicht noch ein bisschen böse machen, noch ein bisschen, ich sag mal, BF Goodrich drauf machen und so weiter, da bin ich noch nicht so in dieser in dieser weißen Ware-Welt angekommen. Gut, das kann schon so sein, aber ich habe da kein Problem mit, also ich fahre weiße Ware, ich fühle mich da wohl drin, alles gut. Ich habe jahrelang Malibu gefahren, bis auf jetzt dieses Jahr, das erste Jahr ohne Kastenwagen, weil einfach ich gesagt habe, ich tue auch meine Einheit dann mit in den Handel rein, weil wir eigentlich zu wenig Autos hatten. Ich fand, der war sofort weg, ja, das ist echt der Hammer. Ja, ich hatte den auch extremst, ich sag mal, umgebaut mit sehr viel Ausstattung halt dementsprechend und ja, Fahrzeug war sofort weg. Wie du war sofort weg. So, mach mal auf. Mhm. Wenn ich dann nicht dusche, ziehe ich einfach rüber. Genau. Dann sieht man uns beide jetzt in einem großen Spiegel, den kann man nicht öffnen, dafür kann man aber diese Serviceklappe öffnen. Genau, ja, also das ist jetzt hier ganz normal ein Staufach halt, wo ich jetzt halt, ich sag mal, Dusche oder andere Shampoo-Sachen halt dementsprechend einbringen kann oder Waschlappen, kein egal, oder Handtücher. Das ist etwas größer ausgefallen im 22er Modell, weil ich kann den Spiegelschrank nicht mehr öffnen. Der war in den Modellen davor immer zum Öffnen, weil ja hier die Rollenkassette für die Duschabtrennung eingebaut worden ist. Deswegen kann ich das Fach nicht mehr öffnen, vielmehr so links auf. Ja, nettes Detail, was wir zeigen, ist die Toilette. Das ist eine Schwenktoilette, die du komplett wegschwenken kannst, genau. Die aber dir Beinfreiheit gibt, wenn du jetzt mal bitte reingehst, mal sie im normalen Toilettenbetrieb mal zeigst. Denn ziemlich genial ist, dass ich die Beine frei habe. Genau, ich zeige das mal gerade. Und ich kann jetzt auch die Tür schließen, ohne Platzangst zu kriegen. Die Türe kannst du schließen, das ist überhaupt kein Problem. So, und das, ich habe jetzt hier noch richtig Platz drin. Ja. Also ich zeige mal gerade deine Beine. Ja. Denn das muss man wirklich mal ausprobieren. Wir sind im Kastenwagen. Ich erwähne das wirklich noch fünfmal, weil die meisten... Also ich kann hier noch mal richtig bewegen mit meinen Beinen. Ne? Also bei den meisten Kastenwagen musst du die Beine raushalten, damit du überhaupt noch irgendwo Platz hast. Okay. Nee, also das brauche ich jetzt hier nicht. Ich habe hier wirklich Platz. Mach den Beintest, wirklich. Geht rein, gerade, ich sag mal so, ganz lange Männer wie du, 1,83 Meter und mehr, geht rein, probiert die Klos aus, ob ihr reingehen könnt und dann die Tür noch schließen könnt, weil du kannst ja nicht immer das Radio ganz laut machen, ja. Nee, also hier ist wirklich Platz, ich will nicht sagen, ohne Ende drin. Wie du schon sagst, wir sind in einem Kastenwagen unterwegs. Höhe, und zeig mal. Also jetzt hier, die Höhe müsste 1,85, 1,86, sowas in der Ecke rum sein. Sollte ich größer sein und habe die Toilette dann wieder eingefahren. Die Dusche habe ich hier zurückgeklappt, dann kann ich auch hier stehen. Ich hatte in meinem Kastenwagen hier immer noch so ein Mikrofasertuch halt hängen. Und wenn ich dann fertig war mit Duschen, schnell das Mikrofasertuch, alles schnell trocken gemacht, habe ich immer ein sauberes Auto. Also das war eigentlich ideal gelöst. Schön. So, es gibt ja 10.000 Sachen, über die wir uns beim Camping unterhalten könnten, wie zum Beispiel diesen Kleiderschrank. Ich wollte das Thema Frischwasserkonservierung ansprechen. Ja. Was ist da dein Tipp? Also ich habe diese Silber-Ionen-Tropfen halt dementsprechend drin oder halt vielmehr dieses Pad kann man halt reintun. Ich kann bei mir nur kein Pad reinmachen, weil mein Tank ist verschlossen. Der hat keine. Was für ein Pad ist das? Das ist so ein Silber-Ionen-Pad 1. Das bindet man an den Faden, schmeißt das in den Frischwassertank rein und es hält, ich glaube, ziemlich genau ein Jahr. Ja,
Ja. Und bis zu, weiß nicht, wie viel tausend. Ich glaube, die Bakterien können das nicht ab mit den Silberionen. Ja, die sterben dann. Das mögen die nicht, genau. Und so habe ich das Wasser, man sagt, bis zu einem halben Jahr eben konserviert halt dementsprechend. Ne? Kühlschrank hier, hatten wir eben drüber gesprochen. Auf der Höhe? Absorberkühlschrank, Sichthöhe. Ich glaube, der hat 80 Liter, genau. Und hier habe ich nochmal ein Gefrierfach halt dementsprechend drin. Das kann ich aber auch rausbauen. Das sind hier zwei Clips, dann kann ich das ganze Fach mit der Türe rausnehmen. Dann habe ich nochmal einen größeren Kühlschrank und die Kühlleistung verstärkt sich nochmal. Heißt, du hast die volle Leistung auf nur 80 Liter. Der kühlt richtig, der hast kühlt du mir gut. erzählt. Der kühlt also, richtig gut. Ja, absolut. Also ich sehe da jetzt kein Problem mit. Früher war es ein Problem gewesen bei den Customern, wo die Kühlschränke unten waren. Dann hatte man ja noch die Schiebetüre. Wenn ich die noch geöffnet hatte, dann war ja im Grunde genommen der Kühlschrank verdeckt und konnte seine Abwärme nicht richtig wegwerden. Zeig mir noch mal ganz kurz den Kleiderschrank, weil das war, den hier vorne, weil das ging ein bisschen schnell. Wir haben so viele Kleiderschränke hier. Das ist wichtig. Wir haben wirklich viele Kleiderschränke. Da wirst du neidisch, also bei anderen. Mach mal auf, da gibt es nämlich so... Also hier habe ich die Multifunktionsschubladen halt dementsprechend, wo ich entweder Küchensachen oder halt jetzt Wäsche einbringen kann. Für mich würde ich da die Wäsche anbieten, weil ich dann direkt nach dem Duschen mich sofort anziehen kann. Und ist auch noch eins, das ist genau Schmutzwäsche. Dann Kleiderschrank. Genau, hier habe ich schon mal Kleiderschrank. Das heißt also, ich habe hier wirklich in Kleiderbügelbreite einen Kleiderschrank, wo ich die Sachen vernünftig reinhängen kann, ohne dass ich jetzt da zusammenfalten muss wie eine Briefmarke. Jetzt kommt aber noch viel besser. Und jetzt kommt es viel, viel besser. Ich habe hier, wie bei den großen Katalogen. Warte, wenn du mal gerade so nett bist, dich mal aufs Bett setzt. Das kann ich ja machen. So, geh mal hoch. So, und dann kann ich mal so richtig reinfilmen, weil du hast einen begehbaren Riesenkleiderschrank, wie bei den großen. Genau, wie bei den großen Karthagos, beispielsweise, ich sag mal, bei unserem 4.9, beim C-Line, hat man ja auch unter den Längseinzelbetten am Fußteil diese Aufstellmöglichkeit und das Klappen hier mit der Türe. Und hier kann ich dann eben über die ganze Kleiderstangenbreite meine Sachen reinbringen. Und da kann mir jetzt erzählen, wer will, mehr Kleiderschrank geht nicht. Ja, es kommt noch mehr, zeig mal. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Kleiderschrank her. Ein Kleiderschrank her, genau. So, da hoch. Und dann hast du hier Stauraum ohne Ende. Genau, ich habe hier Stauraum ohne Ende. Das, was du jetzt gehofft hast zu sehen, war beim 600er. Der 600er hat hier nochmal diese Nische auch nochmal eine kleine... Nein, ich meinte diese Stange. Da kann ich ja jetzt Sachen reinhängen. Ach so, das meinst du jetzt. Ja. Da kannst du theoretisch Sachen dranhängen. Das ja, ist praktisch richtig. Auch. Du kannst sogar eine Kleiderstange quer, habe ich schon gesehen, zwischen den beiden Teilen. Ja. Da kannst du, ich sag mal, die einfach montieren, haben Leute gemacht. Da kannst du nochmal Kleider reinhängen, weil es kann ja sein, dass du vielleicht allein unterwegs bist. Du machst Mountainbiking, Hiking, Sport. Im Winter. Winter. Die nassen Skiklamotten. Und jetzt gerade hier der Bereich unter dem Bett, der wird auch wirklich gut beheizt hier bei dem Fahrzeug. So hast du das im Grunde genommen auch als Trockenraum. Das ist theoretisch machbar. Deine Decke dürfen wir nicht vergessen. Danke. Ganz kurze Frage. Die Fahrzeuge, die ihr zurzeit ordert, haben die jetzt alle Elektro Kartusche drin oder? Du meinst für die Gasheizung? Ja, für die Gasheizung. Also die Fahrzeuge, die ich in der Vororder habe, wo ich so richtig selber Einfluss drauf habe, die sind fast alle, also eigentlich ausschließlich Automatikfahrzeuge. Und ich würde sagen, von denen, die ich bestellt habe, sind gut 70-80% mit der 6E-Heizung. Der 6E, das war nämlich genau. E bedeutet, ich kann einmal auf Gas und wenn ich am Campingplatz stehe, habe genug Strom. Kann ich mit zweimal, also es sind zwei Stufen drin, A 900 Watt, also 1,8 kW, kann ich, ich sag mal, in der Übergangszeit das Fahrzeug so ein bisschen temperieren, aber zumindest mein Brauchwasser so aufbereiten, dass ich damit spülen kann, Hände waschen kann und vielleicht auch mal schnell duschen kann. Und sie unterstützt, glaube ich. Oder ich kann unterstützen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich mache die Autarkie, verlängere ich wirklich erheblich, weil ich wesentlich weniger Gas verbrauche. Das ist so. Also man soll sich auch nicht wundern, 1,8 kW, wenn man die Fenster geschlossen hält, das macht richtig warm hier im Auto. Ja. Die Isolierung, man konnte es eben schon ein bisschen sehen, wenn du mal kurz nochmal hochmachst, dann sieht man, das Fahrzeug ist komplett isoliert. Das hier ist so ein Radkasten zum Beispiel, wie der isoliert ist. Genau, da ist quasi dieses Isoliermaterial sichtbar an der Stelle und so sind die ganzen Seitenwände, der Boden wie auch das Dach sind mit diesem Material komplett formschlüssig isoliert, sodass keine Kältebrücken
zum kalten Blech entstehen. So, jetzt geht es aber noch besser. Du hast wie in einem tollen Flugzeug so eine Akustikdecke mit drin, genau, die aber mehrere Funktionen hat, nicht nur Akustik. Genau, also ich habe ja nicht nur die Decke halt mit unserem Mikrofaser bespannt hier, der ist auch hinterschäumt, das heißt, er ist also weich. Das ist weich? Das ist ganz weich, ist das hier, ne? Das ist so hinterschäumt. Das habe ich also auch an der Decke dran. Das hat genau, wenn du mal gerade an der Decke mal so ein bisschen reindrückst, das geht, das ist weich, gell? Ja, genau, das ist hinterschäumt. Das hat also die Eigenschaft, dass ich eben dieses Klangklima hier im Auto habe, welches wir hier gerade als sehr angenehm empfinden. Und es nimmt Feuchtigkeit, die ja nun mal nachts, wenn ich im Wohnmobil schlafe, entsteht. Einige Liter sogar, habe ich gehört. Ja, ja, das sind einige Liter, die wir ausdünsten, aufnimmt und gibt die über Tag wieder langsam, wenn es jetzt wieder wärmer wird, gibt es diese Feuchtigkeit langsam wieder ab. So habe ich nicht diese Kondenswasserbildung im Fahrzeug. Skiurlaub und Malibu-Kastenwagen, geht das? Geht, ich habe das mal ein Jahr habe ich das praktiziert, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Ist nicht zu eng? Skikleider, Schuhe? Nein, also man hat ja zum Glück, hat man, ich sag mal, einen Skiraum, und wo man die Sachen dann deponieren kann. Ich habe es ein paar Tage direkt an der Skipiste ausprobiert, aber irgendwann ist ja nur mal Wassertank leer und dann muss Wassertank. Dann bin ich auch gleich auf dem Camping geblieben, weil es dann schon angenehm ist, aber es geht. Wenn man also richtig auf Sparurlaub unterwegs sein möchte, geht das. Man kann direkt an der Piste, kann man mit seinem Malibu stehen bleiben. Ja, es gibt immer mehr Pisten, jetzt auch in Südtirol, direkt Campingplatz am Lift. Ja. Die haben sich auch darauf eingestellt, merken, okay, Hotels sind eh alle voll, die kommen nicht mehr mit dem Auto, die können ja gar nicht mehr in mehr Hotels, aber wie kann man es erweitern, und haben das jetzt gemacht. Du hast eine App, die du ganz toll findest. Wie heißt die? Also ich kann sie nur empfehlen, weil ich selber damit fahre. Camperkontakt, da bin ich wirklich in ganz Europa. Kontakt mit K oder mit C? Mit C. Ja, genau. Ich habe jetzt mein Handy also nicht dabei. Zweimal C, Camperkontakt. Camperkontakt, ganz genau. Einfach googeln. Ganz genau. Gibt es so eine Profi-Geschichte, kostet irgendwie 5,99 €. Einmalig. Jährlich, ja. Jährlich. Aber das ist das wirklich absolut wert. Ich kann mir den Campingplatz genau an oder den Stellplatz genau angucken. Das sind Bilder mit dabei. Ich kann direkt eine Routenplanung von da aus starten. Ich kann direkt von da aus anrufen, kriege Informationen, wie ist der Platz beschaffen. Kann ich mit großen Fahrzeugen über 8, 9 Meter, 12 Meter anfahren. Das bringt die alles. Ich weiß, du fährst mit einer anderen App. Also ich kann nur diese App gerade jetzt im europäischen Ausland wärmstens empfehlen. Ich habe die gar nicht gekannt, deine, muss ich sagen. Ja, ich habe die sehr bekannt. Ich habe die App von Stellplatzradar. Ja, gut, die war umsonst. Das Geld dachte ich mir zu sparen. Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Aber wenn ich gut stehe, zahle ich auch 5,99 € im Jahr. Ist mir wert. Du weißt ja, ich bin ja YouTuber. Wir zahlen auch nichts im Restaurant. Wir sagen, wir zahlen mit unserem guten Namen. Nee, nein, Quatsch. Ja. Es gibt wirklich YouTuber, die sagen, hey, ich bin so toll. Ich will jetzt hier nichts bezahlen. dafür mache ich dann einen Shoutout oder sowas. Ja, gut, okay. Also das, denke ich mal, ist nicht unsere Art und Weise. Ich habe dich anders kennengelernt. Ich habe dich so kennengelernt, dass mir auch mal ein richtig teures Essen spendiert. Ich darf sagen, also diese Decke hier war das erste, was du mir geschenkt hast, muss ich sagen. Ich schwöre, das ist so. Ich habe dem Sven noch nie etwas geschenkt und umgekehrt auch so. Das ist tatsächlich so. Aber wenn du die so toll findest, warum denn nicht? Also genau, ich krieg die jetzt geschenkt. So, wir sind bei Malibu. Das ist also eine richtige tolle Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Ja. Die haben, ich sag mal, diesen Namen Malibu, dass die Leute wirklich am Stellplatz sind und sagen, oh, Malibu, das ist ja schon, edel. Also das, ich glaube, das muss ja harte Arbeit, ne? Ja, also das, glaube ich, ist so. Der Karl-Heinz Schuller, ich weiß jetzt nicht, wo der Name Malibu herkommt, das muss ich ihn tatsächlich mal fragen, aber der hat ja 1979 als Student hat er schon angefangen, Kastenwagen auszubauen. Damals klassisch VW-Bus halt, und hat das immer konsequent weitergelebt und hat irgendwann gesagt, jetzt gehe ich mal in die großen Reisen Mobile rein. Hier kann ich auch noch mal Handy und so Sachen, oder wenn ich abends meine Ringe oder Uhr ausziehe, kann ich das da reinlegen. Und hat kontinuierlich an dem Thema, ich möchte ein perfektes Reisemobil bauen. Ach ja, hier kann ich dir noch schnell was zeigen. Hier habe ich schon mal ein Staufach, da kann ich Schmutzwäsche oder sowas reinpacken. Mhm. Ja, und ist eben schön praktisch in dieser Trennstufe drin. Der kam aus der Praxis. Der kam aus der Praxis. Also der hat mit Reisemobil eigentlich großartig nichts zu tun gehabt. Er hat einfach nur mal ein Fahrzeug am Straßenrand gesehen und hat sich das angeschaut und hat gesagt, das kann man besser machen. Dann hat er als Student angefangen, Reisemobile, also damals klassisch T2 oder was das gewesen ist, angefangen aus. Der hat mit so einem VW-Bus angefangen. Damit hat er angefangen. Und das ist im Grunde genommen auch so die Erfolgsstory vom Karl-Heinz Schuller gewesen. Und irgendwann hat er angefangen, große Mobile zu bauen und hat den Kastenwagen so ein bisschen, ich sag mal, vernachlässigt.
befestigt und irgendwo Mitte 2013, 2014 wurde dann das Thema Malibu wieder aktuell und wir haben wieder Kastenwagen gebaut. Es heißt Malibu bei Karthago, das ist also praktisch ein Brand von Karthago, so genau, kann man sagen. Ja. Also keine extra Firma oder so, sondern es ist ein eigener Brand, eine eigene, ja, ich sag mal, Gruppe, so kann man. Ja, es gehört zur Karthago-Gruppe. Es ist allerdings eine eigenständige GmbH. Es gibt die Karthago Reisemobilbau GmbH und es gibt das gleiche eben auch für Malibu. Es sind im Grunde genommen schon getrennte Firmen, aber ich glaube, jedem ist klar, Malibu gehört zu Karthago und da stecken die gleichen Geister dahinter. So, kommen wir zeigen es mal gerade. Wir werden euch jetzt ein paar Sachen nicht zeigen. Die haben wir bereits in anderen Reisemobilen gezeigt, wie zum Beispiel dieser tolle Doppelboden, diese Tür, die wirklich sensationell ist, mit dem du drunter was verstauen kannst. Das Konzept mit Fleckschutz, Imprägnierung, das also alles abperlt, ja, über möglichst langen Zeitraum. So ist es. Dann das Thema Ersatzteilgarantie. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber zu reden. Das ist, ihr habt wirklich 10 Jahre alte Karthagos hier. Da kriegst du eben noch das Zeug, auch wenn ein bisschen schwerlich, aber es kommt. Ja, Lieferzeiten sind leider oftmals das Thema, ne? Also nicht alles ist am Lager. Also wir haben schon ein relativ großes Lager, aber du kannst nicht jeden Karthago in Einzelteilen da liegen haben oder jeden Malibu. Gibt Sachen wie zum Beispiel, da hinten steht so ein alter, was wollen wir denn sehen? Sag mal, wo? Da hinten steht so ein alter Liner Deluxe, der ist gebaut worden bis 2015. Ah, den hab ich schon gesehen, der mit dem Stufen. Ganz genau, ja, das ist ein QB sogar, ein 82er, da steht er. Queensbed? Nee, das QB, ja, das steht für Queensbed, aber der hat auch eine Heckgarage drin. Da kannst du einen Fiat 500 reinstellen oder halt ein Smart. Das ist überhaupt, das ist Baujahr, was ist das? Das ist ein 2013, das sehe ich am Polster, ja. Der hat 9 Tonnen, was hat er? Warte, das ist ein 12-Tonnen-Chassis, da steckt drunter ein MAN TGL, glaube ich, hieß der damals. 12-240 oder 12-250 kommt. Was ein Baujahr ist das? Das müsste ein 12er Baujahr sein, maximal 13 ist der. Ach, ist der schön. Der ist also von der Form her ganz aktuell. Ja, wir haben irgendwann mal aufgehört, solche Autos zu bauen. Das war leider 2015. Ich bereue das auch oder ich finde das sehr schade, dass Karthago das nicht mehr tut. Aber ich denke mal, da wird man bei Karthago Gründe dafür gehabt haben. Ist ja auch teuer, sowas aufrechtzuerhalten, so eine Linie. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich denke mal, die Theorie, die dahinter steht, der Reisemobilmarkt boomt. Über so ein Auto hat man eine Bauzeit, die ist 5 oder 6 Mal so lange wie beispielsweise, ich sage es mal, über ein C-Line. Und solange der Markt so boomt, ist es natürlich blödsinnig, beschränkte Fertigungskapazitäten in einem Werk an so einem Auto festzuhalten. Da baue ich lieber 6 C-Line. Ich denke mal, das ist so die Theorie, die dahinter steckt. Aber gut, das hat der 1000. Schade ist es trotzdem. Also das Auto ist immer noch, und das ist ein altes Auto. Ich finde ihn relativ günstig. Der steht für knapp 155 oder 160 hier. So ein Auto hat mal irgendwo knapp 300 gekostet. Ja. Also nochmal, MAN 12-Tonnen-Chassis. MAN-Chassis drunter, 12-Tonnen-Chassis drunter. Der fährt wahrscheinlich noch 20 Jahre. Ja, natürlich. Also das Chassis ist unkaputtbar, der Aufbau eigentlich auch. Ist er zu haben eigentlich, wenn das jemand sieht? Der ist zu verkaufen. Der steht jetzt allerdings im Kundenauftrag. Das ist ein Kunde von uns, der macht für Madame Tussauds die ganzen Wachsfiguren. Und der hat sich aber jetzt zur Ruhe gesetzt, lebt jetzt selber in der Türkei und verkauft jetzt sein, ja, das war quasi sein mobiles Hotelzimmer, wenn der europaweit die ganzen Wachsfiguren gefertigt hat. Gut, da liegen wir heute neu bei 500, wenn man das vergleicht. Also wenn man jetzt, ich sag mal, sowas neu mit PKW-Garage, ja, mit der Länge und allem drum und dran, brauche ich aber einen C-Führerschein, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay, also wenn das jemand sieht, der ist zu haben, mit zwei großen Markisen, habe ich auch noch nie gesehen, also die, macht einen ziemlichen Auftritt, oder? Ja, es ist eine Variante, kann man so machen, muss man nicht machen. Ich habe selber 4 oder 5, glaube ich, von diesen Linern gefahren, als die noch aktuell waren. Ich hatte damals eine lange 6-Meter-Markise drauf und dann gab es hier vorne einen Markisenadapter, der im Grunde genommen diesen Dachknick oben drüber verlängert hat, sodass man auch eine große Markise montiert. Oh, wir müssen das Fahrzeug morgen mal filmen. Wirklich, echt? Weil das wird richtig Abrufe kriegen, weil das ist ja eine Sensation. Es wurden ja auch nicht viele gebaut, oder? Nein, also da gibt es nicht viele Fahrzeuge von. Das ist tatsächlich, jetzt gerade von dem QB mit der Heckgarage, da gibt es nicht viele von. Also die letzten Fahrzeuge, die gebaut worden sind, sind fast alle, ich würde sagen, ausnahmslos über unseren Handelsplatz gelaufen, weil ich selber diese Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt gefahren hatte und demnach auch ein großes Netzwerk dafür hatte. Dieses Fahrzeug kommt ursprünglich auch mal aus Italien.
ist also an einen italienischen Kunden gefertigt worden und ist viele Jahre in Italien gelaufen. Und das ist die Heckgarage? Das ist die Heckgarage. Genau. Das alles? Genau, das ist die Heckgarage. Es gab zwei Varianten. Einmal diese hier, die kannst du also so ganz normal aufklappen. Und dann gab es noch eine mit einer sogenannten Parallelogrammtechnik. Da fuhr die Heckklappe nach oben. Habe ich jetzt gesehen bei Concorde. Genau, ja. Concorde hat das heute auch. Aber das war bei uns dann noch mit Dämpfern. Concorde hat das schön über eine Hydraulik gelöst. Ne? Okay, Liner Deluxe Liner heißt er. Liner Deluxe, 82 QB nennt es. 82 QB, ist das ein Riesenhaufen, mein Gott. Und das hat Karthago mal gebaut. Also viel größer, praktisch wie so praktisch Morillo und Co. oder Phoenix. Das ist so, der ist 10,65 Meter lang. Den gab es witzigerweise in zwei Breiten. Das kann ich jetzt nicht verstehen, warum man das damals gemacht hat. Das ist einer mit 2,35 Meter, also der schmale, der ist relativ selten. Und dann gab es noch einen mit 2,50 Meter oder 2,55 Meter. Kann ich aber verstehen, weil es gibt Länder, da machen die 15 cm Welten. Ja? Und damals hast du in der Schweiz, glaube ich, alles über 2,50 gar nicht zugelassen bekommen. Ach, okay, das war auch ein Problem. Also 2,55 schon zweimal nicht. Okay. Das geht heute irgendwie. Und da gibt es Stories, die haben mir die Leute erzählt, ging nicht. Also das ist jetzt ein schmaler. Und die sind relativ selten. Ich habe einen schmalen selber gefahren und die anderen, die ich hatte, waren alle die Breiten mit 2,50 oder so. Ich finde den sensationell. Also sind zwar die 15 cm, die dir vielleicht fehlen innen, aber du weißt ja selber, du fährst ja selber dicke Autos. Ja. Ist ja endlos lang, das Ding. Ne? Ja. Also von daher, Platz habe ich da satt drin. Ein riesen Raumbad drin, schönes französisches Bett hinten drin. Gut, der ist jetzt mittlerweile natürlich aufgrund des Alters vom Design im Innenraum, ist ja jetzt nicht mehr State of the Art, aber immerhin, ne, hier, da steht 159.000 Euro, ist natürlich auch Geld, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, ist unerschwinglich oder so. Das ja, außerdem ist so eine tolle Basis auch, wenn du da jetzt, sag mal, einen Inneneinrichter reinlässt, dann macht man neue Polster drauf, neue Böden rein, da investierst du da nochmal 20.000 Euro, da hast du ein. Also das wäre, was ich, wenn das Auto jetzt, ist es wie gesagt ein Kundenauftrag, wenn es jetzt für mich wäre oder ich würde es fertig machen, ich würde in das Auto nochmal 10.000 oder 15.000 Euro investieren, dann hast du hier ein Auto stehen, was allererste Sahne ist. Lithium, alles. Ja, ich rede noch nicht mal, ich rede vom Design, wie du gerade schon gesagt hast, neue Polster rein, neuen Boden reinmachen in das Fahrzeug, das kannst du so richtig toll aufarbeiten. So, wir sind in Aldenhofen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, unweit von Aachen, sehr ländlich. Die Berge sind nicht mehr da. Du vermisst die Berge. Das ist der Grund, warum du oft in Südtirol bist. Naja, so oft bin ich nicht in Südtirol. Ich meine, ich bin jetzt gerade mal eine Woche von Andalusien zurück. Und da habe ich auf die Sierra Nevada geschaut und auf der anderen Seite aufs Meer. Das war auch ein Anblick, da konnte ich mich auch dran gewöhnen. So, was haben wir jetzt eigentlich für ein Auto gefilmt zuletzt? Zuletzt haben wir da hinten Expedition Grey haben wir gefilmt. Expedition Grey, da vorne ist er. Der jetzt gerade aufsteht, oder? Der da gerade aufsteht, genau, der da geradeaus. So, da steht er. Und jetzt natürlich ganz toll zu sehen, das Thema Wärme, Ausstrahlung, Beleuchtung. Ja. Ihr seid, glaube ich, die Kastenwagenhersteller mit dem wahrscheinlich meisten Lämpchen drin, ja. Ich glaube, die Wette könnten wir fast gewinnen. Ich habe noch nie gezählt, aber wir haben viele. 66.069 Euro. Auch dieses Fahrzeug ist sofort verfügbar. Aber denkt dran, wir filmen heute am 8. November. Kann sein, wenn ihr jetzt in 6 Wochen kommt, steht da halt ein anderer. Ich bin nicht sicher, aber so schnell geht uns das Futter nicht aus. Oder so ähnlich. Das heißt, du kriegst laufend Nachschub. Ja. Automatikfahrzeuge kommen jetzt ganz viele. Ja, die müssten jetzt die ersten antröpfeln. Ja, das gute 9-Gang ZF. Genau. War ja auch ein Game-Changer, muss man sagen, gegenüber der Halbautomatik, die vorher drin war. Ja, die Halbautomatik, ich sag mal, für ein Reisemobil war das für mich okay. Nichtsdestotrotz war das jetzt nicht so. Butterweich, die beste Gangwahl, das 9-Gang ZF ist schon ein großes Kino, oder? Ja, das ZF-Getriebe, ja. Wie gesagt, dieses automatisierte Schaltgetriebe, das war nicht so erste. Ich bin's mal gefahren, war gar nicht so schlimm. Für ein Reisemobil ist das in Ordnung, weil was mache ich mit dem Reisemobil? Ich fahre hier los, gehe auf die Autobahn, fahre 600 Kilometer am Stück geradeaus, da tut es auch ein automatisiertes Schaltgetriebe. Jetzt die ZF ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Die schaltet wirklich kraftunterbrechungsfrei und das ist wirklich Pkw-Niveau. Ja. Ja, wir haben jetzt knapp 5 Stunden gedreht netto. Ja. Heute an der Zunge, die waren, ja, machen jetzt auch Feierabend für heute, denn Charming bedeutet, GT steht nochmal für was? Das ist innen? Oder? Nee, ja, GT ist einfach nur jetzt diese Dachvariante vorne, das heißt mit dem, mit dem Skyview drin und dem Entfall des Staukastens. Ja. Ah, okay, das ist GT. Genau, GT. Und das gleiche könnte ich jetzt auch nochmal als Coupé, dann habe ich oben nicht mehr dieses, ich nenne es mal Glasdach drin, aber der Dachstaukasten wäre auch weg, aber dann ist der von vorne optisch ganz genau wie jeder andere Malibu auch. So, und jetzt haben wir noch den RB. Der RB, der steht wo eigentlich? Das ist die Nummer mit Raumbad. Ich muss tatsächlich, ich würde sagen, das heben wir uns für morgen früh auf.
gucken, wo wir einen RB stehen haben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir noch einen haben. Das wäre ganz wichtig, weil RB Raumbad ist ein Grundriss, den man zumindest mal gesehen haben muss. Ja. Ist was ganz anderes, Konzept mit zwei echten Räumen. Ich habe am Anfang gesagt, so ein Blödsinn, was brauche ich im Kastenwagen? Zwei Räume. Aber die Verkaufszahlen sprechen ganz andere Zahlen. Das ist tatsächlich ein unglaublich gefragtes Fahrzeug. Und ich bin mit einem RB einmal jetzt ein Wochenende weg gewesen und ich fand es dann schon ganz nützlich. Ne? Wenn du vorne noch sitzt und möchtest ein bisschen arbeiten und deine Frau geht schon ins Bett oder halt umgekehrt, du hast wirklich die Möglichkeit, das Fahrzeug dann in dem Augenblick zu trennen und es isoliert auch tatsächlich ein bisschen die Geräuschakustik. Also ich fand es wirklich gut. Ja, auch schön ist das natürlich fürs Gewerbe, da können gleich zwei drin arbeiten. Richtig, genau. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Marein Caravaning in Aldenhofen und wenn man hier, ihr habt zwei wirklich erfolgreiche Leute für das Thema Kastenwagen, genau. Die jede Schraube kennen, jede Frage ziemlich, und so weiter. Ja. Du bist noch nicht mal als der Crack für Kastenwagen, sondern hast dich aber jetzt mal schlau gemacht davor, hast gesagt, was könnte der Herzog fragen? Habe ich ja alles in meiner App drin. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Also das war schon alles aus dem Kopf erzählt, gibt auch kein Skript oder so. Aber die Jungs bei uns aus dem Verkauf, die sich mit dem Thema Malibu im Schwerpunkt beschäftigen, die kennen wirklich alle Variationen. So, für den Geländebetrieb, wie kann ich die Luft ablassen bis auf 0,3 Bar? Naja, ich sag mal, es sind ja keine Matlock-Felgen halt drin und es ist auch kein Isolationsring drin, der halt verhindert, dass der Reifen von der Felge springt. Aber bis auf Bar kann man das machen. Ihr habt da keine Reifendruck-Regelanlage. Nee, Spaß beiseite, ist das Thema 4x4 eigentlich eine Frage, die Leute mal stellen? Leider ist es ein Thema. Ich glaube, wir könnten noch mehr Fahrzeuge verkaufen, wenn wir denn jetzt auch 4x4 liefern könnten, ist leider so. War immer wieder mal ein Thema, dass es heißt, Mensch, hat Malibu... viele Nachteile, also die Raumhöhe schwindet auf einmal. Ja, gab immer wieder mal Diskussionen, jetzt kriegen wir 4x4 und dann kam wieder irgendwas dazwischen, irgendeine Abgasregeltechnik, die auf einmal dann fürs nächste Modell ja angesagt war und schon wieder war 4x4 nach hinten gestellt. Also wir haben es leider nicht. Ja, das ist ein Fronttriebler alles, gell? Das ist ein Fronttriebler, ja. Ja, vielen Dank. Hm? Andreas, dann bis morgen. Wir werden morgen weiterdrehen, am 9. November. Mhm. Es ist ein ziemlich milder November, muss man sagen. Ja. Es hätte schlimmer kommen können. Das Wetter hat es gut gemeint mit uns. Ihr habt einen Stellplatz direkt in der Nähe. Das heißt, wenn ich mal ein, zwei Tage kommen möchte, es lohnt sich. Ja. Man kann also die komplette, ich sag mal, Karthago-Palette sehen. Du hast etwas weniger teil- und vollintegrierte Malibus, muss man sagen. Mhm. Du hast mehr Karthagos da und mehr Malibu-Kastenwagen. Den einen oder anderen, ich sag mal, Malibu hast du auch da, aber du hast im Bereich, ich sag mal, Karthago bei voll- und teilintegrierten auch die volle Auswahl, die wir aber, ich sag mal, heute nicht so stark zeigen. Die haben wir auf der Messe schon gezeigt. Ja. Die haben wir auf der Messe schon gezeigt und ich denke mal, das Thema Kastenwagen ist mit 50% Wachstum der am stärkst wachsendste Bereich in der Reisemobilbranche und deswegen möchte ich da an der Stelle auch nochmal den Finger als Schwerpunkt in die Kastenwagenwunde hineinlegen und die Karthagos werden wir morgen mal einen kurzen Bericht drüber machen, aber ich denke mal, wir sollten heute mal oder im Schwerpunkt auf Kastenwagen eingehen. Ja, gleich morgen im Anschluss, das ist der? Der nächste, den wir uns anschauen, ist ein 640er. Welche Ausstattungsvariante sehe ich jetzt von hier aus nicht? Da müssten wir zumindest mal durch ein Fenster gucken, aber ist ein 640er. Gut, tschö. Tschö.